Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Lasst uns Level 20 werden, damit wir den sicken Paladin-Skin kriegen für Hearthstone hier in World of Warcraft. Wir haben hier noch ein paar lustige Quests, und zwar die Zeit löst alle Rätsel. Wolfsbann, 6 Stück, müssen wir irgendwie hier in die Richtung und bereit zur Abgabe. Ach, das ist immer noch die unten, wo wir dann doch in die andere Richtung gehen mussten. Also hier im... Im Immersangwald hätten wir ja dann hier runtergehen müssen. Hier ist die Quest zum Abgeben. Aber das wollten wir ja jetzt nicht machen. Wir gucken jetzt einfach mal. Hier laufen schon die kleinen Minions rum. Okay, ich dachte, das sind die Elite-Mobs hier schon. Ja. Wir sind hier also richtig schön erstmal im Silberwald. Das ist... Nee, das ist inzwischen nicht mehr der Silberwald, ja. Das ist der Silberwald. Doch, das ist der Silberwald. Das ist das hier. Ruinen von Gilneas. Ist das ein neuer Teil irgendwie? Ist das ein neuer Teil? Ich weiß es nicht richtig im Moment. Ich erinnere mich auf jeden Fall hier nicht wirklich dran. Der Schwarzfrost. Ich erinnere mich hier eher weniger dran. Wir gehen jetzt hier hoch, machen die Quest hier fertig und dann sind wir höchstwahrscheinlich auch Level 18, was ganz cool ist irgendwie. Andererseits ist es wiederum nicht cool, weil dann bald das Let's Play fertig ist. No. Okay, hier sind die Wölfe. Ne, ist ein Fuchs. Das ist ein Fuchs, der bringt uns nichts. Jetzt mal gucken, was müssen wir denn hier tun? Ah! Müssen wir das looten? Oh no, es ist eine Loot-Quest, alles klar. So, erstmal looten. So, was bei Nummer 1, da ist was bei Nummer 2. Ich dachte, wir müssen wenigstens was töten, aber anscheinend nicht. Quest gibt es hier auch gerade keine in der Nähe. Da hinten sind noch weitere, habe ich gesehen gerade. Ein Hund! Junge! Alter Hund, hey. Und dann wird aber die Questreihe wahrscheinlich schon weitergesetzt. Das heißt, wir können dann höchstwahrscheinlich direkt weiter ins nächste Gebiet gehen. Oder hier irgendwie noch was machen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, 4 von 6, 5 von 6. Dann haben wir hier hinten 6 von 6. Und das heißt, wir können jetzt starten. Los geht's, wieder zurück. Wem geben wir das denn ab, das Ganze? Steht nicht dran, naja. Werden wir ja gleich sein. Ich glaube, Sylvanas ist Sylvanas eigentlich mit uns hierher gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Die letzte Aufnahme ist doch schon ein bisschen her. Kommunikationsvorrichtung der Verlassenen aktiv. Okay. Klingt auf jeden Fall mal gut. Das sieht man auch das Ding fliegen hier. Lol. Halt mal! Wir verstehen. Haben wir ihn gepult? Yes. Block. Alter! Hilfe! Hey, der gibt ja sogar Loot. Nice. Was zur Hölle sind das hier? Katapulte, die anchargen, sobald hier irgendwie ein Wolf in Sicht kommt. Das ist natürlich krass. Ich glaube, der Wolf, der wird auch irgendwie mehr noch wichtig sein für eine Quest, denke ich. Kann man wahrscheinlich hier irgendwann mal dann, irgendwie töten und dann gibt man krassen Loot oder sowas. Ne, hier ist es nicht direkt. Wir müssen da hinten ist noch der dicke Oger, der Koloss. So. Ich bin ganz Ohr. Ja, das hab ich doch. Da, 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 da. 100 Quests abgeschlossen haben wir inzwischen. Echt schon? Das ist natürlich cool. Das muss ich mal ganz kurz husten. Wir haben Schuhe gekriegt. Die Schuhe sind plus ein Int. Das ist eigentlich genau das, was wir brauchen als Ding hier, als Warlock. Und da haben wir schon die nächste Quest. Oh, Vorposten. Das sieht. Vorposten kann man dann anstoßen. Ist das wichtig. Questziel. Erkunde den Außenposten von Schrecken. Ja, das hoffe ich, dass die mich schützt und mich nicht tötet irgendwie so. Jetzt mal gucken auf M. Wir müssen also jetzt einfach nur die Straße entlang laufen. Zwischendurch noch... Oh, die sind ja alle... hier, Legend. War das Legend? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. In Hearthstone ist auf jeden Fall Legend. So. Okay, er springt einfach mal auf mich drauf hier. Und die sind mega laut, die Viecher bei mir auf den Ohren. Aber auf jeden Fall kriegen wir hier ganz gut... XP von der Nähe. Also 44 habe ich jetzt gerade vorhin gelesen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem ist. Wenn wir jetzt sehen. 86.
Das ist echt ganz gut hier. Wie viel brauchen wir für insgesamt? 13.000. Das heißt, wir kriegen knapp 100 pro Viech, das wir töten. Oh, das kann sich schon mal sehen lassen, hätte ich mal gesagt. 110. Das wird ja immer mehr. Da unten ist noch einer. Dem brennen wir auch mal schnell das Rückenhaar ab hier. Hau mal zu, komm. Muss ja nicht so einfach nur daneben stehen, wenn die anderen sich hier schon klopfen. Der hat jetzt nur wieder 62 gegeben. Das ist jetzt nicht so cool. Naja, dann gehen wir mal weiter runter. Das ist normal. Das sind diese Wolfsrebellen wieder. Auch ein Wolfsrebell. Die interessieren uns gar nicht. Da kommen die ganzen Stürme an, oder wie? Selbstmordkommando hier. Noch ein Rebell. Eine Monstrosität. Nice. Stitches. So, die kämpfen hier. Okay, wir kriegen erstmal 1250 Erfahrung. Und Questy findet Hauptmann Rutzak in Rutzaks Wacht in den Ruinen von. Ja, ist okay. Ist jetzt hier. Wow. Erstmal ganz nach links laufen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder schöne Laufquests. Das ist natürlich nice. Können wir den pullen? Ja, wir haben den wirklich gepullt. Aber das ist ganz dumm, dass ich jetzt hier mitten auf der Straße stehen geblieben bin. Das könnte nicht cool sein. Ich habe schon gedacht, jetzt kommen die ganzen anderen auch angerannt und werden mich dann verklopfen. Aber es scheint doch nicht so, liebe Freunde. So, komm, jetzt stirb endlich, komm. Loot, 154 XP, nice. Damit kann man doch was anfangen. Damit können wir doch was anfangen. Ich denke, wir könnten es schaffen, auf Stufe 18 zu kommen heute. Also, heute auf jeden Fall, aber ich meine jetzt hier in der Folge. Wäre auf jeden Fall cool. Eichhörnchen! Da hinten ist die Quest. Ich frage mich, was passiert, wenn man jetzt hier mit dem... mit denen hier einfach stürmt. Also, wenn man hier jetzt einfach ein Allianzler wäre und hier einfach reinrennen würde. Keine Ahnung, das ist vielleicht zur Stufe... keine Ahnung, Stufe 15? Stufe 16? Und hier reinrennen würde und die alle tötet. Wäre das wahrscheinlich schon cool. Okay, hier liegt eine verbrannte Leiche rum. Sieht irgendwie nicht so ganz gut aus. Hallo? Nicht hängen, bitte. Ich glaube mal, die sind, alle ein bisschen tot. Außer der zittert. Okay, Quest beenden. Töte 10 Untersee-Bootsmatrosen der 7. Legion. Ist das eine Kiste? Ah, können wir nicht aufmachen. Schade. Warte. Hä? Achso, Zaren ist unser... Das ist doch... Hat uns gerade ein Allianzler eine Quest gegeben? Oder mussten wir den töten? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt etwas verwirrt, weil eigentlich wird ja immer derjenige dann angezeigt, der hier die Quest aufgibt. Und das wäre ein bisschen seltsam, wenn die Allianz uns als Horde Quests aufgeben würde. Da würde irgendwas nicht so ganz stimmen. Ah, wir gehen aber jetzt doch in hier. Doch, wir gehen in die Allianz-Ding-Feste hier rein. Nice. Stirb. Unterseebootsmatrose. Bootmatrose. So, zack. Den ersten von 10. Ah, doch, ich denke, wir müssen da noch so einen dicken Typen hier töten. Ja, das sieht gut aus. Das lädt immer noch auf. Das lädt immer noch auf, das finde ich aber nicht cool. Nice. Wir können ja eigentlich auch relativ gut Leinenstoff fahren, fällt mir auf, dass wir ein bisschen Schneiderei weiter skillen können. Oder halt je nachdem, was wir halt skillen wollen. Wir könnten theoretisch auch ein bisschen von unserer hier, von unseren Leinenverbänden dann draus machen, aber. Ja, ich weiß nicht, Leinenverbände. Braucht man eigentlich jetzt hier, wie ihr seht, auf dem Level jetzt eher weniger. So, das ist der nächste. Wir klopfen natürlich auch mal ganz lustig durch, hätte ich mal gesagt. Könnten eigentlich auch mal ein paar mehr pullen, aber... So,
Da ist noch einer. Oh, der hat so einen lustigen Helm auf. Das war den, den wir vorhin von draußen gesehen haben. Haben jetzt auch schon drei von vier Dingen wieder. Von diesen Chaos Emeralds. Eher instabile Funken heißen sie natürlich. Oh wow, das war jetzt richtig gut, dass man die falsche Taste gedrückt. Zack. Leute, er lebt noch. Ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass er das überlebt. So, du kriegst jetzt auch noch so einen ab. Und er kriegt hinterher noch so ein Feuerding. Okay, das macht jetzt auch nicht mehr so arg viel Schaden. Aber die Kombo ist eigentlich ganz nett. 3, 2, 1 und so. Ach, guck mal, da ist doch der Typ, den wir töten müssen. Das ist doch der Hauptfeldwebel. Mit dem werden wir uns auch unsere Dinge vorhalten. Hier unseren Chaosblitz. Ja, das dürfte schon reichen. Dankeschön. Na, mein Freund, alles fresh. Hauptfeldwebel, Paladin-Typ. Hammer des Zorns. Hammer of Wrath. Nice. So, Befehle des Oberkommandanten. Alles klar, auf Befehl. Weiter. Quest beenden. Jawohl. Benutze das Teleskop der 7. Legion, um den Hafen auszuspähen. Wo ist denn das Teleskop? Ach, da vorne. Hier sehen wir schon. Nice. Ja, dann klopfen wir uns da weiterhin durch. Wir müssen ja eh noch ein paar von denen hier töten. Warum ist Winston nicht bei uns? Na, Winston, alles gut. Ich habe bemerkt, dass du gar kein so dummer Charakter bist in Overwatch. Aber man muss halt mit dir ein bisschen üben. So wie mit den meisten Charakter eigentlich. So, come on, level up. Noch nicht ganz. Werden wir auch jetzt durch den Minion hier kein Level up kriegen. So. Aber auf jeden Fall ein bisschen Loot. Vielleicht kriegen wir ja doch schon durch das ja 1000. Sind es nur noch 1000, die uns fehlen? Ne, uns fehlen noch knapp 1400. 400 irgendwas. 1500 circa. So. Okay, da liegt also ein U-Boot. Jetzt gibt es in World of Warcraft sogar schon U-Boote. Oh mein Gott. Oh. Verstärkung der Allianz ist eingetroffen. Das ist irgendwie nicht so ganz cool. Torpedos? Ah ja, okay. Und jetzt hat der Rest der Allianzflotte freie Bahn. Quest beenden. Nice, doch schon Level up. Wup, 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 wup. Findet Todesbrüscher-Kommandanten Berward in Glutstein in den Ruinen von Gilneas. Okay, das machen wir doch gerne. Aber erstmal bist du sterben hier. Stufe 18 erreicht, jawohl. Wir haben was Neues gekriegt. Seelenstein. Ach, den kenne ich sogar auch noch von früher. Seelenstein, okay. Können wir jetzt den Seelenstein da draus machen? Hä? Die Seele eines anvisierten Gruppen- oder Schlachtzugsmitglieds wird gespeichert, wodurch es nach dem Tod wiederbelebt werden kann. Musste man früher nicht Seelensteine irgendwie erstmal farmen, indem man dann die Seele entzogen hat oder sowas? Boah, keine Ahnung mehr, ehrlich gesagt. Okay, wir müssen jetzt hier rüber zur Glutsteinmine. Man muss ja doch irgendwo irgendwie erstmal die Steine machen, oder? Irgendwie war das so mal. So, du machst jetzt mal einen Abgang. Unterseebootsmatrose. So, auch wieder 128. Das, die geben schon ganz schön gut XP hier, muss ich schon mal ganz klar sagen. So, er wirft jetzt seinen Speer. Hedet uns für 9. Ha! Für 9. 160. Nice.
Unser kleiner Winston wird aggressiv. Du solltest mal zum Arzt gehen, Winston. Du hast irgendwie so Aggressionen manchmal, die sind nicht gut für deinen Blutdruck. Okay, wir gehen jetzt hier hoch, dann gehen wir hier links runter. Ne, komm, wir gehen direkt hier links. Das geht ja auch schon. Erstmal noch pullen. Oh, absorbiert direkt. Bäm. Oh, ist schon tot. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich gerade mal gähnen. Wollte das hier nicht so offensichtlich ins Mikrofon machen, deswegen habe ich mich kurz gemutet. Da vorne können wir die erste Quest schon abgeben. Ich hoffe, der hat jetzt noch eine weitere Quest, die wir dann direkt so in der Glutsteinmine noch auch machen können. Wäre auf jeden Fall cool. Doing, 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 doing. Oh, wie lange braucht denn der Seelenstein zum Aufladen? Das ist ja unheilig, hey. So, da bist du ja. Zittert immer noch, hä? 3-1 finde ich nicht so gut. 2-4 finde ich auch nicht so gut. Nehmen wir einfach mal das hier mit. So, der hat also keine weiteren Quests hier. Müssen wir also doch hier zu unserem Collège Lege gehen hier. Zu Rückzug, also zum Kommandanten Todespirscher Belmont oder wie der hieß. Ich finde es echt nice, hey, dass sie die Unterwasserwelt doch ein bisschen aufleben haben lassen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es die Fische nicht schon vorher gab, aber zumindest hier das Schilf. Ich glaube, das gab es auf jeden Fall nicht. So, dann gucken wir mal. Da vorne ist auch unser Kollege. Der Todespirscher-Kommandant. Ach, hier ist auch wieder ein Engel. Nice. Oder so ein Undead-Viech da. Ich weiß nicht, was das sein soll. Wir nehmen den... Na, wohl... Warte mal, es gibt plus ein... Plus eine Rüstung und plus zwei Int. Und der hier bringt... nicht so viel. Wir nehmen den hier. Zack. Jetzt werden die XPs hier aber richtig sick, hä? Findet die Leiche von Lord Vincent Godfrey. Godfrey, wie auch immer. 1700 XP, nice. And he's gone. Raus mit der Sprache. Ja, ja, ganz ruhig. Ah, jetzt haben wir wieder so ein Vogelfiech da hinter uns herfliegen. Nee, oder? Oh Gott, im Himmel. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen rausziehen, weil ich das überhaupt nicht mag, wenn die komischen Viecher hier mir hier im... Lol. Annehmen. Ich habe jetzt die Quest nicht gelesen. Verdammt. Hier, Kämpfe gegen... Töte 20 Kämpfer der Worgen. Ja, können wir ja mal machen. Bist du ein Kämpfer der Worgen? Renn einfach wieder weg. Schweinerei. Wollt ihr vielleicht mal kurz hier stehen bleiben vielleicht, Leute, und nicht wegrennen? Komm, die hier. Zum Angriff! Die kämpfen mit Hunde! Oh mein Gott, ist das laut! Ah, das ist wieder dieses komische Viech da. Die Hunde zählen auch als Kämpfer der Worgen? Oh Gott, es tut mir leid. Ich habe Hunde getötet. No! Keine Möglichkeit zur Flucht. Hallo, kannst du mal vielleicht jemanden anvisieren? Dankeschön. Fan of Knives! Habt ihr das gesehen, Leute? Das war Fan of Knives hier gerade. Boah, dieser komische... Der Angriff von dem Engel, der ist so sick laut, ey. Das ist echt abartig. Nochmal Fan of Knives hier. Der Todespusher ist also ein, Rogue. Ich würde jetzt gerne da runtergehen und die Hundestall da unten töten. Aber ich glaube, uns werden noch ein paar begegnen. Wir brauchen ja nur noch 12. Ja, komm, lass uns mal schnell hier runtergehen. Dann töten wir mal schnell den hier. Den. Wow. Schafe! Oh mein Gott, Schafe. Das sind die schlimmsten von allen. Yes, ich habe ihn anvisieren können. Gut. Zum Angriff! Ich muss näher ran. Oh, unser Rogue hat sich schon reingeportet und hat die Hunde platt gemacht. Natürlich, cool.
Immer noch kein Loot. Jetzt mal gucken, den können wir vielleicht catchen. Yes, da haben wir ihn. Da hat aber der andere leider das Fan of Knives aufgehalten. Zack, wird es der letzte sein? Nee, wird es wahrscheinlich nicht. Wir haben hier noch. Obwohl, doch. Ja, wir haben die Quest beendet. Widerstand ist zwecklos. Oh, 2300 XP. Nice. Das ist ganz schön gut, Leute. Wir sind jetzt schon wieder fast bei der Hälfte von Level. Von Level hier 19. Also von Level 18 haben wir jetzt schon fast wieder die Hälfte. Es geht schnell voran, Leute. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende. Schlimm, schlimm, schlimm. Lol, haben wir da jetzt echt noch was gepult? Achso, ne, jetzt war wieder Winston, ey. Ich frag mich, warum die hier Schafe rumstehen haben, über. And I would walk 500 miles. Und wir pullen jetzt die Viecher hier und dann töten wir sie schnell. Das mag ich eigentlich. So, und nach diesem Kampf werde ich mich auch erstmal, oder besser gesagt während diesem Kampf, bedanke ich mich jetzt schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und zu kommentieren und den Daumen nach oben zu lassen. Ich war gerade ein bisschen, warte mal, ist das jetzt so, wie was ich gesagt habe? Aber macht es auf jeden Fall und dann hört man sich in der nächsten Folge von Lost uns Level 20 werden in World of Warcraft, damit wir den coolen Hearthstone Character Skin kriegen oder was auch immer das sein soll. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.